Sie Lords und Sie Ladies, heute können wir Geburtstag feiern und zwar mit dem Ron Suarin 25th Anniversary Rum in der Limited Edition. Ihr werdet euch fragen, wessen Geburtstag feiern wir denn da eigentlich? Na, kann ich euch sagen, den 25. Geburtstag vom Tobaccohaus Brinkmann oder jetzt Brinkmann Finest mit ihrem Rum Ron Suarin. Ja. Kommt aus Schwerin. Suarin, habe ich mir sagen lassen, ist der alte slawische Name für die Burg, die dort stand, wo heute Schwerin steht. Und vor 25 Jahren hat sich das Tobaccohaus Brinkmann gegründet. Heute verkaufen die nicht nur Zigarren, Zigarillos, Zigaretten, sondern eben auch Spirituosen und auch ihre eigene Rummarke Ron Suarin. Naja, und was machst du, um zu feiern? Ein eigenes Tröpfchen, ne? Auf Grundlage des normalen Ron Suarin. Das ist nämlich ein Blend aus Nicaragua und der Dominikanischen Republik. 8 Jahre wurde dieser Rum dann in den Herkunftsländern gereift, bis er nach Deutschland importiert wurde und dort nochmal für sage und schreibe 12 Monate nachgereift wurde in einem Brandyfass. So, was ist eigentlich Brandy? Brandy ist übrigens kurz für damals das niederländische Wort Brandewein. Ja, also kennen wir auch hier, Brandwein, ne? Einige Herkunftsbezeichnungen zum Beispiel kennen wir auch, nämlich Cognac. Cognac ist nichts anderes als Brandwein. Und warum denn Brandwein? Sagt der Name eigentlich schon, ne? Also, Brandy ist ein Destillat aus Wein. Ne? Kann auch quasi aus Obst gebrannt sein. Also kann auch, ja, quasi ein Obster sein. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein Brandy, der aus Wein gebrannt wurde. Und es gibt natürlich etliche Arten von Nachlagerungen. Zum Beispiel Sherry-Fasslagerung. Ne? Kennen wir ja. PX. Was ist denn der Unterschied zwischen jetzt Brandy und Sherry? Ganz einfach. Habe ich mir in dem Zusammenhang nämlich auch mal angesehen. Sherry ist quasi ein aufgespritteter Wein. Ne? Also Grundlage ist Wein. Und dann kommt nochmal, Obacht, hier ist der Zusammenhang, kommt nochmal Brandy obendrauf, um mehr Promille halt in diesen Wein zu bekommen und den dann entsprechend zu verfeinern. Sei es drum, das nur als kleiner Exkurs. Also hat dieser Rum quasi schon in einem Spirituosenfass gelagert und ist demnach auch ein bisschen kräftiger als sein Kollege, der Sherry-Fass gelagerte Rum. Interessant auch, im Gegensatz zu den normalen, und jetzt kommt's, Rum-Spirituosen, die sonst den Namen Ron Suarin tragen, ist dieser Rum hier ungesüßt. Ne? Also alles, was irgendwie an Süße da drin ist, kommt aus der Fasslagerung. Sei es aus der ersten Fasslagerung oder aus der Nachreifung. Ne? Also das Finish im Brandyfass bringt natürlich nochmal einiges an Süße da mit rein, aber bleibt nach wie vor ein Rum. Also selbst mit der Nachlagerung im Brandyfass schaffst du nicht mehr als 20 Gramm pro Liter. Ich würde hier mal irgendwie, ja, ist bestimmt irgendwo zweistellig, würde ich vermuten. Aber eben nicht eine Rumspirituose, sondern tatsächlich ein Rum. Eingangs erwähnte ich Limited Edition. Von diesem Rum hier gibt es nur 347 Flaschen. Und eine habe ich hier stehen. Noch ein paar technische Daten. Insgesamt haben wir hier ein Volumenanteil von 42% Alkohol in der Flasche und das Ganze kriegst du für um die 60 Euro. Also 0,7 Flasche, 59,95 ist der UVP. Ja, und ich meine, schwarze Flasche, kannst nichts sehen. Also habe ich mir natürlich vorher schon ein Schlückchen eingegossen. Na, wir kennen das Thema, lass ihn ein bisschen atmen, dann kommt da noch mehr Volumen rein, dann verdunst schon ein bisschen Alkohol, dann riechst du auch besser und schmeckst du besser, was da so alles drin ist. Da entwickeln sich dann demnach die Aromen. So, und lass uns erstmal angucken. Also passend zum Geburtstag, hier haben wir so eine goldene Bernsteinfarbe, ne? So leicht ins Orange gehend. Guck mal, thematisch auf jeden Fall passend. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Nase dazu sagt, ne? Geruch müssen wir auch checken. Macht man ja als allererstes, um zu sehen, ob es überhaupt passt. Also ich merke hier tatsächlich auch schon so ein bisschen so leichte fruchtige Aromen. Und der ist mild. 42 Volumenprozent. Du merkst da nicht ein bisschen Alkoholgeruch. Also Wahnsinn. Aber auch noch so ein bisschen, ja, Ron Suarin-mäßig.
so, ja, die Grundcharakteristik hat er natürlich beibehalten. Ne? Also so leicht süßlich, bisschen Orange, bisschen Eiche ist da drin. Also nichts, was einen gleich erschlägt, aber du freust dich schon auf so einen leicht fruchtigen Genuss. Ne? Also kann... Hinten ist auch noch so eine kleine trockene Kante, könnte vom Brandy kommen. Ja. Also schön. Denkst du erstmal, boah, leichter Rum und sehr, sehr gefällig. Sehr, sehr sanft, mild und eher zurückhaltend. Also ich bin gespannt, was da an Geschmack kommt, Freunde. Deswegen, Prost auf euch. Ich werde mal testen. Oh ja, hier merkst du sie natürlich, die 42 Volumenprozent. Sehr schön. Muss sich erstmal der Gaumen dran gewöhnen, aber kriegst hier schon eine fruchtige Süße mit. Ne? Also nicht so richtig bam, süß, sondern zurückhaltend. Sehr, sehr ausgewogen. Wahnsinn. Klasse. Aber auch jetzt, ich merke gerade keine Kante, war nur der erste Schluck, deswegen brauche ich noch einen zweiten. Prüsterchen. Junge. So, jetzt milde Süße. Sehr dosiert, wunderbar. Leichter Eichenholzton. Und dann noch so eine, ja, sowas Florales, Weiniges, wirklich. Also, du merkst hier tatsächlich den Brandy. Ja, Branntwein. Weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch von zu Hause. Haben wir ja durchaus Destillerien in Deutschland, die sowas auch herstellen. Aber hier nochmal so ein leicht anderer Einschlag. Also, ich würde fast sagen, wer den Wagemut PX Cask mag, der wird auch an diesem Rum gefallen finden. Der hier ist noch mehr halt in diese, ja, spirituosen Richtung, wie gesagt, destillierter Wein. Und Sherry, was wir beim PX Cask immer haben, da ist noch Wein mit drin. Also das geht so ein bisschen in die süßere, rundere, etwas säuerlichere Richtung. Ne? Also wenn du, ich kann es nur noch mal sagen, so ein PX Cask von Wagemut trinkst, da hast du noch so einen leichten, was einem so das Wasser im Mund noch zusammenlaufen lässt, so einen leichten weinigen Kick. Ja, das kommt, wie gesagt, aus der Fasslagerung, aus dem Finish eigentlich des Fasses. Und hier hast du auch noch den Unterschied, PX-Cask, ne, 3 Monate, soweit ich weiß, hier 12 Monate. Da kommt natürlich noch ein bisschen mehr von diesem Geschmack in das Destillat hier aus Nicaragua und der Domre. Ja, jetzt rede ich auch schon ganz viel. Also so einen leichten, trockenen Ausklang, fast schon, ja, so ein bisschen, fast schon salzig, ne? Muss man schon sagen, so ein bisschen so dieser Anklang von Meer, von Meeresbrise kommt da so ein bisschen mit rein. Mag sein, ich weiß nicht, wo diese Fässer herkommen ganz genau, aber so diesen Anklang gerade von Nicaragua, da sind wir ja gewohnt, ist eher so ein bisschen mineralischer. Da kann das auch herkommen, dieser Eindruck von etwas mehr, ja, Salz eigentlich. Trotzdem, nichts Unangenehmes, keine richtige Kante. Du hast so ein schönes, seidiges Mundgefühl, so ein Nachklang, wo du denkst, Mam, großartig. Also so leichte Holzaromen bleiben dann auch noch am Gaumen kleben. Und hier nochmal reingerüsselt. Das, was vordergründig so ein bisschen fruchtig war, was du dann auch im Geschmack hast, das nimmt zum Ende hin ab. Ne? Also da kann ich sagen, der Abgang ist so mittellang. Aber du hast dann auch noch was so leicht, wie gesagt, Florales mit dabei. Aus eben dem Fassfinish. Liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und nochmal an Steffen Brinkmann. Vielen Dank für 25 Jahre und diesen tollen Rum hier. Also kann man sich tatsächlich einen Abend mit beschäftigen und du entdeckst immer noch die eine oder andere Nuance, die du bisher noch nicht gespürt hattest. Tut's uns auch nochmal einen Tropfen Wasser rein, dann öffnet sich nochmal der Geschmack, also rein technisch, ne, setzt du sozusagen A, den Alkoholgehalt runter und B, natürlich die Dichte wird etwas verändert. Da kommen auch wieder andere Aromen hin und her. Ne? Also im Glas werden dann andere Aromen an die Oberfläche gebracht. Sind ja auch nur Moleküle, die dann irgendwie verdrängt werden von unten nach oben und so weiter. Also lassen wir es, damit müsst ihr euch gar nicht beschäftigen, viel zu technisch. Auf jeden Fall schöner
rum. Ne? Also wenn ihr eine Flasche haben wollt, greift zu. Ich schreibe euch den Link drunter. Diesmal habe ich auch nichts davon, weil das gibt es nur in sehr, sehr ausgesuchten Läden und eben bei Brinkmann Feines selber. 346 Flaschen sind auch schnell weg. Also, Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Kennt ihr diese Spirituose? Wie findet ihr fast gefinischte Rums? Also quasi in der zweiten Lagerung nochmal. Entweder mit Sherry oder mit Brandy oder auch in einem Weinfass. Hatten wir ja auch alles. Geht alles, funktioniert wunderbar. Muss man nur ein bisschen mit spielen und austarieren. Ne? An dieser Stelle sagt mir doch, vielleicht habt ihr einen Lieblingsfinish. Ne? Schreibt es mir gerne und ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Rum.